Jetzt regnet das auch schon wieder und ich habe immer noch nichts gefunden bei der Ruine. Es ist doch wie verhasst. Aber der blöde Vogel ist immer noch da. Erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Du blödes Vieh, halt den Schnabel. Halt echt einen Schnabel ab. Wobei, es wäre schön, wenn er einen Schnabel ab hätte. Hier wäre auch wild. Also ich gucke noch einmal hier außen herum, aber es wurde gesagt innerhalb und ich glaube hier außen war nie irgendeine Mauer. Sonst würde man davon noch was sehen. Ich tue mich halt wirklich mit der Deutung schwer, mit dieser Hand da. Dabei ist das Kreuz ja da gemacht. Die uralte Karte. Da wo der Finger drauf zeigt. Da fehlt ja eine Wand. Das Kreuz ist direkt nach dem Eingang an der Seite, wo wir gleich durchgehen werden, aber wie würdet ihr das deuten? Das ist doch eine Hand, oder? Ich meine, Daumen und Zeigefinger, das dazwischen sieht irgendwie komisch aus, aber ich würde es halt so deuten und irgendwie umdrehen können wir die Karte auch nicht für weitere Notizen oder so. Es muss alles mit dieser klein gehaltenen Schrift, mit Pfeilen und mit ein paar markanten Stellen im Wald sein. Vor allem, wie still wir die Karte halten, obwohl wir so rumeiern. Schaut mal, wie sich die Arme von Heinrich bewegen. Ich hätte noch gedacht, wir müssen irgendwie in den Keller. Das ist hier dieser Durchgang und dann müsste hier was sein. Oder ist das Lager da unten gemeint? Der Abstand ist halt nicht so groß. Beim Lagern hätten die Banditen sich das aber schon geschnappt. Wobei das... Bin ich immer noch auf dem Weg? Moment. Ich bleibe jetzt mal... So. Das Blöde ist halt, hier ist nichts genau eingezeichnet. Wenn ich jetzt so gehe, falle ich irgendwann mal wo rein. Ich gehe einfach mal hier ein gerades Stück runter. Jetzt sind wir aber direkt beim Lager. Womöglich ist beim Lager einfach eine Truhe. Hier unten waren wir ja beim ersten Mal hier aufkreuzen und da haben wir nichts weiter entdeckt. Ich gehe nochmal ein Stück hier runter, aber hier wird kein irgendwie Eingang sein. Das ist ja auch arschweit weg. Und direkt am Fluss, dann wäre der Fluss wieder eingezeichnet. Das wäre ja auch Quatsch. Ah, neben dem Fluss. Vier weiter unten? Vielleicht will die Hand sagen, geh mal runter. Ich gehe mal hier noch runter. Der interessante Ort ist vielleicht bloß ein Wegweiser. Hier kommt ein markanter Baum auf dem Weg. Eine Birke haben wir auch noch. Ich würde jetzt noch vermuten, es hat irgendwas mit dem Lager zu tun. Hier ist aber eine Freifläche. Was ist das hier? Einfach bloß Steine oder wie? Haufenweise Fliegenpilze. Wenn wir einmal die Suppe vergiften, dann können wir die ganz und für immer vergessen, oder? Kann ich mir vorstellen. Jetzt bin ich neben dem Fluss, aber hier ist auch nichts. Ich glaube, das ist viel zu weit weg. Ah. Wir sind hier runter und dann war Wasser da und dann sind wir weiter. Nee, viel zu weit weg. Aber ich gucke das nochmal. Wenn hier jetzt gleich nichts ist, dann gehe ich erstmal wieder hoch. Hier schmatzt irgendwas. Hier hat gerade irgendwas geschmatzt oder war das unser Pfeil am Bogen? Pfeil, hör bitte auf zu schmatzen. Sehr seltsam. Ich glaube, Heinrich hat einfach den Pfeil weg und wieder in den Bogen gesteckt. Gut, dann kümmern wir uns einfach mal um das Banditenlager. Die Weggabelung ist hier, aber auf einer Weggabelung wird ja wohl nichts sein.
Ich dachte, da liegt jemand, da sind bloß Steine. Ein klitzekleiner Fliegenpilz. Mir fällt gerade ein, Waffe mit Gift einreiben, ne? Da war was. Okay, so rumsortiert, stimmt, stimmt, stimmt. Fliegenpilz, 4 Stück. Info können wir aber jetzt nicht direkt benutzen. Bunter Pilz, der die Blicke auf sich zieht. Potenziell lebensgefährlich beim Verzehr. Vielfältige Effekte. Effekte erzielen in kleinen Dosen. Auf den Alchemie. Ich würde ja ganz gern... Ist nicht giftig genug. Also bloß Schwert einschmieren geht damit nicht. Na gut, dann machen wir die Banditen nochmal platt. In der Hoffnung... Na, vielleicht müssen wir einfach die Truhe da nehmen. Aber das Lager da, dann würde es ja noch extra eingezeichnet sein. Ich meine... Das muss doch an der Ruine sein. Das ist nicht umsonst da eingezeichnet, dieses X da. Sehr verwirrend. Zwischen den Mauern ist halt ein X. Das wird nicht das Lager sein. So, ein Quark. Hallo Hasi, hau ab. Dann sehen wir aber nochmal zu, dass wir jetzt nicht im Lager direkt unten reinkommen. Von unten reinkommen. Das Lager müsste jetzt direkt... Na, wir laufen gerade auf die Markierung zu. Das dürfte noch passen, wenn ich hier nicht hängen würde. Was denn jetzt los? Springen ging auch nicht. Und da sind wir wieder da. Vielleicht einfach mal wild E drücken hier am Boden. Dazu noch hinhocken. Können wir eigentlich die Schaufel ausrüsten? Aber wenn geschaufelt werden muss, müsste das ja auch angezeigt werden. Schaufel. Können Sie nicht auswählen, das ist nicht möglich. Tannenzapfen. Das müsste ja wirklich hier sein. Ich drücke einfach die ganze Zeit mal eh, mal gucken, ob was passiert. Am Ende überlaste ich damit das Spiel und dann stürzt es ab. Es müsste direkt hier am Eingang sein, aber hier ist nix. Komisch, dabei ist es jetzt schon so eindeutig, aber... Schade. Ich gehe nochmal nebenan und drücke dann noch fleißig E, aber da wird auch nichts sein. Und ansonsten machen wir unten mal die Banditen platt. Wegen der Schaufel sind wir schon wieder überladen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Mit der Rüstung sind wir laut, ist mir gerade bewusst, aber ich habe gerade keine Lust. Der ist aber sehr nah. Umzuziehen. Heimlichkeit bekommen wir dadurch nicht hoch. Sie nicht verraten. Was ist das? Ein Tier. Wenn wir ihm gegenüberstehen, dann greift er auf jeden Fall an. Ruft auch seine Kumpels wieder. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Jetzt habe ich auch noch gepfiffen. Das Pferd verrät uns noch. Mal gucken, ob ich vielleicht den einen oder anderen so abgreifen kann. Deckungsmöglichkeiten sind ja nicht so pralle. Noch sehe ich keinen um uns herum.
rennt er wieder weg. Der rennt aber nicht zum Lager. Hier rüber! Hey, ihr alle, hier sammeln! Seine Kumpels sehe ich auch nicht. Noch nicht. Die spawnen vielleicht gerade noch fleißig. Komischer Typ. Okay, ich merke, der Bogen ist halt auch nicht so gut, weil ich kann nicht lange halten. Der Bogen ist doch... Ah, jetzt habe ich ja keinen anderen dabei. Was sagt man? Auf einmal hat der Kleidung an. Der will, hat keine Waffe in der Hand. Er will wirklich Faustkampf machen. Der wollte... Das war ein normaler Bürger. Der hat da jetzt zufällig eine Rüstung an, oder? Seltsam. Wieder ein Ohr, Bunthaube, haufenweise Kram, Wildbret, aber halt keine Waffe dabei. Komisch. Wie er sich's gemütlich gemacht hat. Yeah. Miep, miep. Gucken, ob er es schafft, an seine Nudel zu kommen. Nachdem wir das Lager einmal schon gesäubert haben, ist dann hier nur noch einer. Vielleicht war das der, dem wir die Waffen abgenommen haben, der die da hingelegt hat. Hier wäre auf jeden Fall eine Kiste, einfach so zum Aufmachen. Viele Groschen, Zierkelch, Leinenhemd, schwerer Schild, Silberkelch, Kelch. Kein Schatz. Nee, pennen werden wir jetzt hier nicht. Eine Schüssel zu essen. Wein vergiften. Das hätten wir noch machen können mit Fliegenpilzen, aber wir haben ja schon die meisten umgehauen. Aber wenn man noch Wein vergiften kann, ist das noch besser als Essen, weil das Essen wollen wir vielleicht mal selbst benutzen. Und so, aber mit meinem Schatz bin ich halt immer noch nicht weiter. Und so könnte man die wirklich ganz gut heimlich ausschalten. Inventar. Geteerte Jacke. Bringt nicht so viel. Satteltasche, der schwere Schild, der ist schlechter als unserer. Holzfäller-Axt. Du kommst weg, der Bogen, ja, der ist nicht so gut. Kelch, Kelch. Braune Beinlinge, Buduch, Buduch. Kann weg, zwei sogar. Bunthaube kann weg. Weg, Hemd, Hemd, Leinhemd kann weg. Silber und verzierter Silber. Wildbret Aqua Vitalis war nochmal für 5 Minuten erlittener Schaden um 50% verringert. 0,5, nur wir brauchen noch 2,5 Gewichtseinheiten. Lazarus Elixier haben wir, glaube ich, auch gerade mitgenommen. Ne? Da hatten wir 1 Kilogramm hier gewonnen. Was noch? Ich meine, uns fehlen noch 1,5. Alles ausgerüstet. Fackel. Immer noch 2. Schwarze Gugel bringt 2. Der Dolch muss dabei sein. Können wir aber komischerweise nicht ausrüsten. Die Jagdhandschuhe noch, die waren das. 6-mal Ringeblume auf Kuss. Naja, für den Fall der Fälle, ne? Kann man hier noch was mitnehmen? Da nicht. Da habe ich ja alles mitgenommen. Hinsetzen will ich mich nicht. Wein vergiften. Das wird das Fass sein. Da können wir wieder pennen. Genauso wie hier. Leere Schalen. Da gibt es einen Essenseimer. Welche Leine haben wir gerade schon angeguckt? Was haben wir denn da? Unterhalten? Das sollte gerade die Kombo werden. Rechts und zweimal linke Maustaste. Na, dann komm doch. Stech, hau, hau. Aus unterschiedlichen Richtungen, ne? Im Kampf wieder besser geworden. Kann ich mal kurz nachlesen. Muss das von der Seite sein? Ne, von der Seite stand da, glaube ich, nichts. Jetzt lesen wir mal kurz im Kampfbuch nach. Kampf. Schwertkampf natürlich.
Der stumpfe Schlag. Stich auf das Gesicht des Gegners ein, statt einen angedeuteten von rechts durchzuführen. Vielleicht probiere ich mal wirklich die Abfolge da. Ach. Na doch, von links. Statt angedeutet von rechts. Also ich darf auf keinen Fall von rechts antäuschen, weil wir Rechtshänder sind, nehme ich mal an. Also pieksen, dann links und dann unten rechts. Was ist? Oh, gut getroffen. Pieksen. Ey. Hör auf, du. Pieksen. Da und unten. Jawohl. Das war das Gesichtsdingens. Aufhören. Bitte. Ich gebe auf. Nö. Bandit. Bleib du hier. Hier wird nichts gemacht. Du bleibst hier. Mach tot dich. Langsam der umfällt. Gnadenstoß. Noch verletzt. Jetzt ist er wohl tot. Sicher ist aber sicher. So, jetzt ist er, glaube ich, tot. wieder ein Ohr. Geflickte Beinlinge. Bunthaube, wieder Geld. Eine Hirnhaube. Ja, hat ihm nichts gebracht. Kleines Schmiedeset. Spitzpfeil. 130er Schaden. Und wieder vernietete Handschuhe. Pferd, komm her. Baum, Baum, Baum. Ich muss noch runter. Da hat man die Kombo mal gesehen. Also Peaks, links und dann von unten rechts. Außerhalb des Kampfes geht das nicht so gut. Ich will aber mehr sehen. War das der Baum? Da. Eine Scherbe. Auch wieder was Kurzes. Voll überladen. Aber immer noch keinen Schatz gefunden. Dafür wieder ein paar kleinen Vieh-Mist-Zeugskram. Ich bleib bei alles und ausgerüstet sortieren. Alte Stiefel können weg. Wird langsam etwas leidig, oder? Ich würde ja ganz gerne sagen, sofort alles, was wir hier mitnehmen, erstmal ins Pferd, aber die Möglichkeit gibt's nicht. Gewöhnlich abfahre ich. Leg auch mal die Pilze ab. Du kommst weg. Groschen behalten wir natürlich. Zum Glück wiegen die nicht extra. Wir haben wieder 2300. Heruntergefallener Stein, die Hirnhaube, kleines Schmiedeset. Du und du. Langstreckenpfeil, 110 und 21 Stück. 5 Ohren, genau. Ratterschnaps, Ringelblumen, Krams, Rüstungsset, das wollten wir behalten. Die Scherbe kommt rüber, 100 von 98. Spitzpfeile 3, 0,1 macht nicht viel aus. Die Warhorse Beinschienen. Die nehmen halt auch noch ordentlich was weg. Dreh die drei Stück mal rüber. Ich gucke nochmal kurz bei Rüstung. Armschienen, geflickte Beinlinge. Warum geflickt? Warum haben wir nicht unsere grüne Hose? Mittlerweile schon sehr kaputt. Aber für die Beine haben wir gerade nichts an. Mm-mm. Interessant. Jetzt habe ich es rübergelegt, ich Depp. Mann, gibt's da nicht. So, dir ins Inventar. Inventar anziehen. Wir hatten doch aber andere. Habe ich die aus Versehen? Ich glaube, ich habe die aus Versehen in die Truhe getan. Hauptsache, wir können wieder rennen. So, kommen hier noch ein paar Banditen aus der Ecke, weil er gerufen hat. Alarm, Alarm. Ich würde jetzt ganz gerne meinen Schatz haben. Ich habe das jetzt schon so oft gemacht.
Ach, interessant. Pff, hier kommt man sonst gar nicht rein. Schloss knacken leicht. Wir haben einen Dietrich. Uiuiui. Wisst ihr was? Ganz gemein. Nächste Folge der Schatz. Echt, ich bin jetzt einfach aus Dummdiddle-Dödei hier hochgegangen. Dass mir das noch nicht aufgefallen ist, dass hier noch ein abgetrennter Raum ist. Ich habe gedacht, das wäre hier das, wo wir die ganze Zeit rein sind. Also echt. Aber manchmal kann Überblick nicht schaden. Eine ganz einfache Treppe. So einfach und doch so versteckt, zumindest für mich. Oh Mann, also dann wisst ihr Bescheid, nächste Folge. Ein Dietrich, eine Chance. Ich bin gespannt. Immerhin nur leicht. Also dann, bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss. Ha 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 ha.